Also ich habe das Ganze erst nach der Beziehung realisiert, wie er mich wirklich so fett gefüttert hat. Das sagt Aline Bachmann jetzt über ihren Ex-Freund. Seit ihrer DSDS-Zeit nimmt sie über 50 Kilo zu. Auf ihrem YouTube-Channel zeigt sie kürzlich ihren 174-Kilo-Körper und sorgt damit für viel Aufmerksamkeit. Dass es so weit gekommen ist, hat sie ihrem Verflossenen zu verdanken. Er ist ein Feeder, gibt ihr übermäßig viel zu essen. Er wollte halt mich erniedrigen und wollte halt, dass ich einfach, also dass ich die Blicke von anderen einfach nicht mehr so wahrnehme. Also er war eifersüchtig, er wollte, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewege. Er hat mir Essen gekocht und mir ist das alles in der Zeit einfach gar nicht aufgefallen. Also ich habe das Ganze erst nach der Beziehung realisiert, wie er mich wirklich so fett gefüttert hat. Die Sängerin nimmt stark zu, fühlt sich immer unwohler in ihrer eigenen Haut. Ich habe mich dann auch total in meinen Freundeskreis zurückgezogen, habe die Außenwelt irgendwie dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich habe dann auch meistens seine Klamotten angezogen, wo meine Eltern gesagt haben, was ist los, ne? Wo ist die Aline hin, die früher so schön war, ne? Und sich schön gekleidet hat. Doch was Alines Umfeld schnell bemerkt, wird ihr selbst leider erst spät bewusst. Sie hängt zu sehr an ihm, hat Angst, ohne ihn nicht zurechtzukommen. Erst als ihr Ex ihr gegenüber immer aggressiver wird, beendet sie die Beziehung. Es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, gut, es geht jetzt so nicht mehr weiter. Und es war der Moment, als wir runter ins Auto gegangen sind. Meine Mutter stand heimlich, die hatte davon auch anfangs nichts mitbekommen. Also sie stand da heimlich mit dem Auto da und wollte mich halt besuchen. Ich bin ja dann zu ihm gezogen und da bin ich ausgestiegen und habe gesagt, ich gehe jetzt nicht mit, ich habe jetzt keine Lust. Und er ist wirklich ausgestiegen und hat mir einen Arschtritt gegeben. Dieser Vorfall öffnet Aline vor 2 Monaten die Augen. Sie verlässt ihn. Jetzt will sie abnehmen, gesund werden und ihr Single-Leben genießen. An ihren Ex verschwendet sie keinen einzigen Gedanken mehr.